Guten Morgen! Heute sind wir hier zusammen mit dem Dominik. Der Dominik hat ein kleines Projekt oder vielleicht auch ein großes Projekt, das werden wir heute erfahren, initiiert und arbeitet da so ein bisschen dran. Ich habe ihn kennengelernt bei dem Rainbow in Thüringen, wo ich gewesen bin, und ja, möchte einfach mit ihm heute über sein Projekt reden, was ja durchaus auch mein Interesse weckt und ja generell so ein bisschen, was halt das Gespräch so hergibt. Und herzlich willkommen, Dominik. Schön, dass wir hier auch mal per Skype, per Technik miteinander reden. Wir haben uns ja in der puren Natur ohne Technik kennengelernt. Und genau. Ja, umso schöner, dass es halt, dass man die Technik auch sinnvoll nutzen kann, um sich auf eine gewisse Entfernung dann trotzdem miteinander auszutauschen. Genau. Erstmal schönen guten Tag an alle, die zuhören oder zuschauen, besser gesagt. Und auch vielen Dank an Samuel, der mir die Möglichkeit gibt, auch mal zu Wort zu kommen und vielleicht auch auf Ohren, die gerne zuhören, stoße dadurch und vielleicht auch die gleiche Einstellung haben oder vielleicht auch meine Philosophie ganz gut finden und man sich dadurch connecten kann. Genau. Wie der Samuel schon gesagt hat, wir haben uns auf dem Rainbow Gathering in Thüringen kennengelernt. Bei Meiningen war das, das World Peace Gathering. Das war meine erste Erfahrung mit der Rainbow Family, die ich gemacht habe, und hat mich absolut überwältigt. Es war echt der Hammer, wie so ein Ziel. Ich bin jetzt ein bisschen auf Reisen gewesen so und für 1,5 Jahre, und das war jetzt für mich wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Ziel, jemand schwenkt eine große Fahne, hey, du hast es endlich geschafft, so einfach, wow. Also ich bin dann eigentlich geplant, so ein paar Tage hinzuschauen. Bin dann gleich bis zum Ende geblieben, 2 Wochen lang, weil es mich einfach von den Gefühlen allem drum und dran so überrannt hat oder überwältigt hat, dass ich da einfach nicht mehr weg wollte. So. Und wirklich Brüder, Schwestern und einfach eine Familie kennengelernt hat, die mich gleich irgendwie ins Herz aufgenommen hat so, oder ja aufgenommen hat und ins Herz geschlossen hat und ich sie auch ins Herz schließen konnte und ganz viele neue Freunde dazu kamen. Und genau. Und das jetzt. Projekt Zulpaiki Pachamama heißt dein Projekt. Sei es doch deine Facebook-Seite, ich verlinke die auch unten, wer sich dafür interessiert. Was geht's da genau? Also Zulpaiki Pachamama, das ist also von der Herkunft, von der Sprache, das ist aus vom Quechua, nennt man die Sprache. Das kommt aus den Anden von Südamerika, so im Andengebirge, und bedeutet Danke Mutter Erde. Also Mutter Erde oder einfach Pachamama, alles was existiert, und du bist Teil davon, wir sind Teil davon. Und einfach die Dankbarkeit dafür, hey, ich bin Teil von etwas echt Großem, Göttlichen irgendwie. genau. Und ich weiß nicht, ich habe einfach mittlerweile so vor 1,5 Jahren, 2 Jahren erkannt, okay, mit dem Leben, wie ich es mir jetzt aufgebaut habe, mit dem ganz normalen, typischen Leben, so wie es einem auch, hey, so sollst du dein Leben leben, so wie es dir gesagt wird. Aber ich erkannt so, hey, irgendwie macht's mich. Ich habe zwar jetzt alles so, ich habe Geld und Ding, eine Wohnung, eine Freundin, ich habe das alles, aber letzten Endes bin ich nicht 100% glücklich so. Ich bin nicht irgendwie, ich fühle mich nicht frei und irgendwie vieles mache ich aus Zwang so. Und habe dann einfach mal radikal gesagt, okay, ich schmeiß mein Leben auf den Haufen und schau mal, wie ich das für mich herausfinde, wie ich glücklich werden kann. Genau. Aha. Und mittlerweile habe ich das ganz gut für mich rausgefunden und habe da jetzt auch viele Wege einfach gefunden und so Hobbys und ja, wie verbringe ich meine Zeit auf dem Planeten so. Und mir sind unglaublich viele Ideen kommen, wo ich sage, okay, einerseits kann ich das für mich machen, für meine Familie, für einen kleinen Freundeskreis, aber ich habe auch einfach das Bedürfnis, in die Welt rauszugehen, rauszuschreien einfach und die Menschen davon die Augen zu öffnen, wirklich. Also ganz besonders hier, ich komme ja aus Deutschland, ganz besonders hier in Deutschland, jetzt wo ich vom Reisen wieder zurück bin, wo ich einfach viele Menschen sehe, die auch in so einem Fluss mitschwimmen, aber ich schaue denen in die Augen und bei denen, da ist nicht das Strahlen drin. Das vermisse ich so oft bei so vielen Menschen und auch ganz bei vielen Menschen, die mir wichtig sind. Und drum, diese Optionen oder diese Ideen, die würde ich gerne umsetzen. Also ein so ein Projekt wäre,
Das könnte man jetzt starten. Wir hätten da Möglichkeiten um ein paar Länder reinzunutzen, also Wälder und so. Bietet sich super gut an, da eine kleine Selbstversorgerfarm drauf zu bauen mit, genau, und durch sowas, ich möchte im Endeffekt mit so einer Farm zum Beispiel, mit so einem Kommunenprojekt, mich nicht abschotten von irgendeinem Land und sage, ich lebe in meinem kleinen Kreis mit den Leuten, die ebenso denken wie ich. Nee, ich möchte natürlich mit den Menschen so leben, aber ich möchte auch raus in die Welt und die viele Menschen davon überzeugen, dass es auch eine Alternative, also dass es alternative Lebensstile gibt, die du im Leben leben kannst. Mich macht's glücklich jetzt gerade. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil nicht zuletzt bin ich denselben Weg gegangen. Ich habe vor 5 Jahren eben auch mich selber quasi ja, in einer gewissen Weise verändert. Also das war so das, nicht das Ende, aber ein wichtiger Punkt in meiner Reise war so die Ernährungsumstellung. Und die Reise geht so seit 10 Jahren. Und irgendwann merkst du, dir geht's so gut. Und wie du sagst, die Menschen, die du liebst, das strahlt nicht in den Augen. Da ist das irgendwie so eine Abgestumpftheit, das ist so eine Depression, die unterschwellig immer da ist, oder eine Grundaggressivität. Bei jedem ist das ja, äußert sich das anders. Aber du spürst, die Menschen sind nicht in ihrem Flow, die Menschen sind nicht glücklich. Und du sagst, und du erkennst selber an dir, hey, es ist so leicht, glücklich zu sein. Es braucht so wenig, um glücklich zu sein. Und das willst du dann in die Welt schreien. Und du willst sagen, hey, Mensch, Leute. Und natürlich ertappt man sich dabei, auch wo du jetzt gesagt hast, ich möchte den Menschen die Augen öffnen. Ja, das möchte ich, das war auch so eine Intention. Aber ich selber habe dann immer gemerkt, man muss auch vorsichtig sein, dass man sich nicht so erhebt und sagt, hey, ich öffne dir die Augen. Sondern dass man versucht, eher, ja, eigentlich das von aller Begeisterung das trotzdem so zu transformieren, dass du dein Leben lebst und dass die Menschen sich von dir eher was abgucken können und freiwillig nehmen können, anstatt dass du ihnen die Augen öffnest. Also, Ja, genau. muss man vorsichtig sein. Das war bei mir auch am Anfang so, dass ich habe die Weisheit und ich Dings, dass man dann halt einfach was anbietet und dass die Menschen dann zugreifen können. Und da musste ich so, das war mein Weg, meine Begeisterung alles so ein bisschen noch ein bisschen nach unten bringen und also ja, halt nicht komplett so, wow, ich schaff das jetzt und Dings, sondern halt ein bisschen, das ist dann auch besser. Und na, jetzt mittlerweile denke ich, bin ich ganz gut in den Flow gekommen und bin auf jeden Fall total gespannt, wie das dann bei dir sein wird. Und du hast ja jetzt am 13.10. hast ja auch so eine Art Rainbow, aber es ist nicht ein Rainbow, eine Gemeinschaft oder wie nennst du das? Das ist so ein kleines Projekt. Also im Endeffekt, ich kam jetzt zurück von dem Rainbow in Thüringen. Ich war so geflasht und es war auch echt lang anhaltend. Ist jetzt immer noch präsent, einfach der Flow, den ich da kam. Und ich habe gesagt, hey, ich will das nicht nur 2 Wochen in dem Jahr haben. So, ich will das zu 90, eigentlich zu 100% möchte ich möchte ich so leben irgendwie. Oder einfach noch mehr. Und ich habe jetzt mir gedacht, hey, warum nicht einfach selbst eins gestalten? Locations hast, den ich kenne jetzt, das ist nicht weit von meiner Heimat entfernt. Das ganz Tal, das ist ein wunderschönes, schön abgeschottetes Tal. Also wirklich so eine schöne Natur da. Fluss drin und Steinbrüchen und so. Das ist Oh, sehr also viel. auch richtig zum Schwimmen was da. Nee, der war ja nicht. Nee, zum Schwimmen Ach nicht, so, aber weil man ich das kann auf sind jeden Fall baden Steinbrüche. gehen. Okay. Steinbrüche, genau. Ah, Aber der nächste See wäre im Endeffekt auch nicht weit weg. So, das wird okay. gehen. Was heißt nicht weit weg? Also mich interessiert das schon. Am 13. Übrigens, ich wollte ganz kurz mal Tee ausmachen, ich bin gleich wieder da. Am 13.10. geht's los. Hast du gesagt? Genau, Und genau. Ich habe jetzt, Ja, ja. 13 geht's los und das ist ähnlich wie so ein, also für die Leute, die, also bei mir, einige Zuschauer wissen auch noch gar nicht, was so ein Rainbow ist, verwendet man gar nicht mal das Wort Rainbow, sondern einfach das, was du jetzt machst. Man trifft sich einfach für eine gewisse Zeit, baut ein kleines Lager auf, sage ich einfach mal, versorgt sich aus der Natur selber. Wie ist es bei dir? Hast du den Anspruch, dass es pflanzlich, rein pflanzlich bleibt? Also wir werden das rein pflanzlich machen, weil wir auch, sag ich mal, sehr viele Bekannte und Freunde haben, die da einfach Wert drauf legen, dass das aus nicht tierischen Produkten da, die sich ernähren. Und ich möchte einfach, dass da einfach für alle, da wird in einem Topf gekocht und das bekommt jeder so und das passt dann, Ist weil auf schon jeden ist Fall jeder kleinste glücklich. gemeinsame Nenner und das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja. Gut, also es ist, man ernährt sich dann quasi gemeinsam, ja, ist 4 Wochen zusammen, kann natürlich auch mal für 3 Tage hinkommen oder für, je nachdem wie das eine ist.
Und ja, wird gemeinsam musiziert, geredet, Workshops wahrscheinlich ja, spontan angeboten, wenn Leute gerne was vermitteln möchten. Alles natürlich kostenfrei, muss man immer dazu sagen. Heutzutage kostet ja sehr viel was. Gibt auch keine Spendenempfehlungen, sowas. Alles, was es gibt, ist wahrscheinlich auch für so ein Magic Hat, wo halt die Leute dann quasi gemeinsam sagen: Hey, wir gehen jetzt gemeinsam einkaufen. Und da wird einer, der das bisschen Fokula ist, der einen Hut auf hat. Und ja, da legt halt jeder was rein und ja, dann wird halt dann davon was gemacht. Aber wahrscheinlich auch alles sehr rudimentär, ne, am Lagerfeuer, das vorstellen, ein bisschen Brot gebacken, vielleicht. Ja. Wie es halt, was halt kommt, die Leute sich einbringen. Ne? Genau, das, du triffst das sehr gut auf jeden Fall. So meine Intention dahinter ist, da ich ganz besonders in unserer Welt, sag ich mal, es hier in Deutschland sehe, dass wir leben ja eigentlich echt wie ein Prinz und jeder lebt sozusagen in einem kleinen Schloss, so sage ich es immer. Aha. Und wir haben doch so einen extrem übertriebenen Luxusleben schon. Und wo ich sage, wir möchten da bewusst darauf verzichten, auf gewisse Dinge einfach verzichten, um dann unsere Aufmerksamkeit oder unseren Fokus auf die wirklich wichtigen Bedürfnisse des Menschen legen oder die natürlichen Instinkte und Gefühle, die wir entwickeln können. Und dadurch halt einfach noch besser in Harmonie mit der Gemeinschaft und mit der Umwelt zu leben zu können. Und also genau, weil du sagst, aus der Natur ernähren, wir werden natürlich auch von außen, ich habe da Bezugsstellen für Obst- und Gemüsehändler und allem drum und dran, also Essen wird da auf jeden Fall immer angeboten, wie du sagst, auch über eine Magic Hat. Es ist eine rein unkonventionelle Veranstaltung, wo es einfach darum geht, wir veranstalten das zusammen. Also jeder Mensch, der da hinkommt und wenn es nur für ein paar Stunden ist, er ist Teil der Veranstaltung und Teil der Organisatoren oder der ich weiß nicht, du machst auch den Flair auf. Also wenn jeder Einzelne, der da kommt und wenn du ganz spontan oder irgendjemand spontan sagt, hey, ich habe Wissen, ich kenne mich in eine Kräuterkunde aus, hey, dann mach doch einfach, können wir es so machen, in so einem Essenskreis, sagst einfach, hey, ich mache dies am Nachmittag eine Wanderung, wir gehen ein bisschen rum, tun Kräuter sammeln, ein bisschen Pilze sammeln, keine Ahnung, ich zeige euch ein bisschen die Umgebung oder wir machen Talking Circles über die verschiedensten Themen wie Spiritualität, Sexualität oder Visionen, finde ich ganz Zukunftsvisionen. Was kann ich machen, um Weltfrieden zum Beispiel zu machen? Oder wie kann ich mich positiv in der Gesellschaft etablieren? Oder lass mich, wird auch so in die zeremonielle Richtung, wird auch Angebote, wird es auch was geben, so Kakaozeremonien oder ja, Musikabende und Schwitzhütten. Da haben wir jetzt ganz schöne Angebote, auch für Tippies und so haben sich jetzt auch Menschen gemeldet, die Tippies mitbringen. Cool. Da, also wenn, falls da Connections gibt für Tippies, da können wir nicht genug haben, glaube ich. Mhm. Da bitte Bescheid geben. Und ja. Genau. Und jeder ist eingeladen, ne? Es gibt da niemanden, der aufgrund irgendeiner, sag mal, politischen Ideologie, Hautfarbe, Sexualität oder was auch immer, erstmal ist jeder eingeladen, der ja auch selber quasi offen. Also das wird automatisch die Leute anziehen, die auch in irgendwo in einer gewissen Art und Weise auch demütig sind im Sinne von tolerant gegenüber Andersdenkenden. Also ich glaube nicht, dass sich da jemand angesprochen fühlt durch das Konzept, der jetzt irgendwie seinen Stiefel durchdrücken will oder die Leute überzeugen will, sondern das ist echt ein offener Raum. Und, ja. Und für die allgemeine Gesellschaft einfach, also wirklich, wo ich sage, ich möchte nicht nur eine gewisse Gruppe ansprechen. Ja. So, und das habe ich einfach in Thüringen wunderschön gefunden, wo ich sage, hey, das sind kleine Babys und Kinder, mit denen du spielen kannst. Mhm. Aber das sind auch alte Omis und Opas mit oder wirklich ältere Menschen schon, mit denen du einfach reden kannst, wie als wärst deine Oma und die dir einfach Geschichten erzählen können oder Erfahrungen und was einfach wirklich so viel lernen kann. Das ist auch so was viel, ganz Wichtiges, was ich immer wieder betone, was in dieser Gesellschaft meiner Meinung nach viel zu kurz kommt. Die Erfahrung der Menschen, die älter sind als wir. Ältere Menschen, die haben ein ganzes Leben lang gelebt. Was theoretisch, natürlich wäre so ein Respekt dafür, dass sie ihre Lebenserfahrung aus 70, aus 80 Jahren mir in einem Gespräch mitteilen können. Das ist sowas
Wertvolles. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit einem älteren Menschen rede, dass ich so in die Demut gehe und so zuhöre und so dankbar bin dafür, dass der Mensch mit mir sein Leben teilt. Das ist so Wahnsinn. Diese Fülle an Leben, komprimiert in einem Gespräch als Essenz. Das ist, und in unserer Gesellschaft habe ich manchmal den Eindruck, dass ältere Menschen einfach nur ja, irgendwie abgestempelt werden, weil sie nicht leistungsfähig sind, weil sie nicht produktiv sind, weil sie nicht mehr dem Schönheitsideal entsprechen. All diese Dinge. Naja, genau. Also im Endeffekt, ich lade wirklich jeden herzlichst dazu ein, mal ins wunderschöne Altmühltal nach Berching in der Oberpfalz zu kommen. Wegen der Location, wir können die auf jeden Fall unten in dem Video nochmal vermerken, wo das sein wird. Falls Fragen aufkommen, ich bin jederzeit echt erreichbar. Einmal über Facebook Kontakte, wir werden auf jeden Fall unten was mit vermerken, da einfach schreiben, ihr werdet die Einladung bekommen und ihr könnt die Einladung auch weitergeben an Menschen, die wo ihr sagt, okay, vielleicht wird es denen interessieren oder ihm helfen sogar. Genau. Es ist halt eine sehr heilsame Zeit, kann das werden. Und genau, ihn sehr grounden und sehr zum Boden auch wieder bringen und genau, finde ich. Ein sehr großer Aspekt dabei ist ja, dass es ja auch so der Beginn einer Reise sein kann. Viele Menschen fühlen sich dadurch angesprochen, jetzt gerade von so einem YouTube-Video, sind quasi in ihrem sozialen Umfeld, was in einer gewissen Art und Weise strukturiert ist, was vielleicht nicht so viel Offenheit ja, würdigt oder wo man sich nicht so ausleben kann. Und dann geht man zum Beispiel auf dieses Event, auf diese Zusammenkunft, Gemeinschaft, weiß nicht, was dem gerecht wird, aber geht dahin und knüpft halt soziale Kontakte. Knüpft Kontakte mit anderen Menschen, die vielleicht nicht in derselben Stadt wohnen, aber die trotzdem so an dem selben Punkt sind, wo man merkt, hey, da gibt es eine andere, die wie ich fühlen, die wie ich denken und wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Und das ist ja das Tolle dieser digitalen Welt, dass genau wie wir jetzt über einen gewissen Zeitraum, über eine gewisse Entfernung, 300 Kilometer miteinander reden können, können die Menschen das auch. Und ja, das ist halt so eine Qualität und so eine Chance, ein Potenzial, was sowas birgt, so soziale Kontakte, dass man das gar nicht hoch genug einschätzen kann, was das für das eigene Leben bedeutet. Das ist nicht irgendwie ein Event, wo du hingehst, du lässt dich beschallen, Musik, sagst, boah, ist schöne Musik, sondern du nimmst da was mit, einerseits geistig halt und zum anderen soziale Kontakte. Und das ist so wichtig und so, wie du sagst, heilsam, gesunde soziale Kontakte und gesundes soziales Umfeld zu haben. Ja, absolut. Und auch mal weg von der neumodernen Zeit sozusagen. Also es wird auch auf der Zusammenkunft, da wird es auch keine Elektrizität geben. Da wird es auch wahrscheinlich keine, es wird angeraten oder, sag ich mal, der Vorschlag gemacht, dass man vielleicht auch mal sein mobiles Handy, also sein Handy da auslässt oder seine Kamera auf die Seite legt. Mhm. Und genau, und vielleicht, also da wird auch kein Alkohol getrunken oder generell chemische Konsummittel werden da nicht genommen, um eben den Fokus noch verstärkt auf andere Dinge legen zu können. So. Ja. Und ich weiß nicht, ob man mal ein, zwei Worte dazu sagen könnte, was genau die Rainbow Family ist. Vielleicht ist das manchen Menschen kein Begriff, aber ich finde das eine super, super interessante, naja, ich sag's mal so, Organisation. Wie sagt man das? Familie, genau. Was ich jetzt mitbekommen habe, wie gesagt, ich habe das erst die Familie kennengelernt vor kurzem Zeit, vor einem Monat war das jetzt. Darum kann ich nur so viel sagen, was für einen Eindruck ich jetzt bekommen habe und was ich weiß darüber. Und zwar, es ist wirklich so, dass es nicht nur hier in Deutschland ist, auch in Deutschland, in Nachbarländern um Deutschland rum, aber es im Endeffekt weltweit ist. Die Rainbow Family, das gibt es da in Kolumbien, gibt es da Communities, Lebensgemeinschaften, aber auch in Zentralamerika, in Asien, hier in Europa, auf der ganzen Welt verteilt und die stehen im Kontakt und die sind in Verbindung miteinander. Im Endeffekt bist du überall willkommen. Du kannst im Endeffekt nach Kolumbien reisen,
und den Menschen schreiben, hey, ich würde vorbeikommen, und die werden dich mit offenen Armen empfangen und sagen, hey Bruder, schön, dass du da bist, lass uns eine schöne Zeit zusammen haben. Und allein der Aspekt, allein das zu wissen, wo ich sage, hey, ich habe wirklich, sag, was heißt Gleichgesinnte, aber Menschen mit der gleichen Einstellung oder dem gleichen Lebensideal sind auf der ganzen Welt verteilt, und ich kann mich immer mit denen connecten. Auch wenn es nur in Facebook ist, mit ihnen schreiben. Das ist einfach schön. Es gibt ein super Gefühl, einfach Leute an deiner Seite zu haben oder zu wissen und nicht zu glauben, dass du alleine dastehst oder dass du, genau, ganz viele Menschen, glaube ich, haben, also so ging es mir auch eine Zeit lang, das Gefühl, hey, ich bin irgendwie alleine, ich denke irgendwie anders als so viele andere Menschen in meinem Umkreis. Aber hey, doch, es gibt echt ganz, ganz viele Menschen und wahrscheinlich sogar als Nachbar von dir, und du kennst ihn bloß noch nicht so. Also im gleichen Dorf so. Die genauso ticken wie du, und lass uns einfach zusammenkommen, eine schöne Zeit miteinander haben. So. Ja, ja, man schreibt das irgendwo sehr gut. Und es gibt auch Menschen, die leben nur in der Familie, das heißt, die ziehen einfach von Rainbow zu Rainbow. Und das ist ihr Leben, egal ja, was sie an Umständen haben. Also, die brauchen halt auch kein Geld mehr, sondern sie bringen sich halt sehr stark dann immer ein. Es gibt ja Menschen auf so einem Rainbow, das ist auch wie das Magic Hat Prinzip. Jeder bringt sich energetisch ein, wie er das fühlt. Und manche Menschen verdienen eben kein Geld mehr, bringen sich aber ein, indem sie täglich in der Küche stehen und ja, das Zeug machen oder indem sie halt abends für Musik sorgen oder was auch immer. Jeder gibt das, was er hat. Und ja, das pendelt sich halt alles immer ein. Ich war auf noch kein Rainbow, wo irgendwie, ja, irgendwie plötzlich kein Essen mehr da war, weil sich zu wenig Leute eingebracht haben oder so, sondern es hat immer, immer funktioniert. Und ohne dass irgendjemand sagt, das muss getan werden oder das muss getan werden oder das muss nicht getan werden, es hat immer funktioniert. Und das ist eigentlich sowas, was eigentlich Mut macht, auch für die Gesellschaft, so, weil du vorhin von Visionen geredet hast, dass es vielleicht gar nicht notwendig ist, dass man, wenn wir in einem, und das muss man auch dazu sagen, in einer Gesellschaft leben oder in einer Zeit leben, wo die Ressourcen eigentlich im Überfluss alle da sind. Wir haben genug Ressourcen erschlossen, um die ganze Welt zu ernähren und jeden gesund zu erhalten. Und in so einer Zeit, da sind keine Kriege mehr notwendig, da ist keine Machtansprüche. Das sind alles so noch ja, rudimentäre Ansätze in unserem Gehirn, die ja, aus der Vorzeit stammen, aber unsere geistige Evolutionsstufe ist eigentlich so weit, dass wir alle begriffen haben, dass wir nur gemeinsam, auch mit einer Mutter Natur, nicht nur wir selber als Menschen, leben können und dass das höchste die höchste Zufriedenheit hat, den höchsten Glücksfaktor im Leben. So viele Menschen sind reich geworden und haben gemerkt, hey, es ist scheiße, es bringt's nicht. Es geht wirklich, und viele Reiche fangen auch an, sich sozial ja, zu engagieren oder Projekte zu initiieren, weil sie merken, hey, da ist mehr als dieses Streben nach immer mehr und immer mehr Reichtum. Und in dieser Gesellschaft, ja, ist es, denke ich, für je nachdem, wie gesagt, bei uns in Deutschland müssen wir es halt sagen, auf jeden Fall, in anderen Ländern wahrscheinlich auch, es ist das, wohin die Reise gehen wird. Es wird immer mehr in Nächstenliebe gehen und in Konnektivität, soziale Kontakte und das ganze Streben nach ich will mehr Geld oder sonst was, das ist, irgendwann wird es wie Zigarettenkonsum sein. Heutzutage, vor 50 Jahren war es cool, Zigaretten zu haben. Heutzutage schreibt man drin und sagt, Zigaretten, naja, es ist halt ungesund und es ist halt nicht mehr so cool. In 50 Jahren wird es noch uncooler sein. Und heutzutage ist es noch cool, reich zu sein. Und in 50 Jahren ist es halt dann, ja, gut, hast halt Geld, interessiert niemanden, hast du? Nice story, Bro. Also, ich glaube, da geht die Reise hin. Zumindest jetzt in den Ländern, die halt wirklich den Wohlstand so weit auf die Spitze getrieben haben, dass du gar nicht mehr weißt, was du noch konsumieren sollst. Da kaufst du dir irgendwie schon einen Eierpiekser, um Eier aufzustechen, oder irgendwelche, weiß ich nicht, Handyschutzpanzerhüllen, damit dein Mobilfon nicht kaputt geht, oder irgendwelche komischen Sachen, wo du sagst, hey, das brauchst du eigentlich nicht. Du brauchst Essen, du brauchst Schlafen, du brauchst Schutz, du brauchst Liebe. Na? Und deswegen, ich denke, da werden wir die Reise gehen. Und ja, und am 13.10. ist auch wieder so ein Step für bestimmt den einen oder anderen, wo er da das erste Mal angefixt wird von dieser Idee und dass das auch real ist. Und dass das nicht eine Träumerei ist, wo man irgendwie ein YouTube-Video gesehen hat von irgendjemandem, der davon spricht, sondern wo da wirklich viele Menschen dort sind. Und auf dem Rainbow, jetzt in Thüringen, da waren es ja auch 1.500 Menschen. In Italien letztes Jahr waren das an die 4.000 Menschen. Und wenn man das sieht, dass so viele Menschen diese Ideal teilen, dann fühlt man sich dann auch nicht mehr so alleine. Und da ist nicht mal eins. Sondern das ist einfach nur diese Bewusstheit dafür, dass das in vielen Menschen so ist und dass viele das auf der Straße einfach nicht ausleben. Du erkennst das nicht.
Aber wenn man dann mal anfängt, auf die Straße zu gehen mit diesem Mindset und die Leute anzulächeln, je nachdem in welcher Region man ist, habe ich auch Unterschiede. Wenn man aber zum Beispiel bei uns in Leipzig hier durchgeht, dann fangen plötzlich Leute an zu lächeln. Und es, du merkst halt, wow, das ist in jedem, jedem ist das vorhanden, dieser Wunsch nach Liebe. Und das gibt einfach total viel Mut und ist einfach eine total schöne Sache. Und genau wie du, ich will das unbedingt, das ist, man kann ja so einen Lebenssinn, also meiner Meinung nach kann man einen Lebenssinn frei wählen. Es gibt keinen Lebenssinn, der für alle gilt und was man machen muss. Für mich, ich kann mir freien Lebenssinn wählen. Und das fühlt sich richtig gut an, zu sagen, die Freude und die Liebe in die Welt zu tragen und gegenseitig füreinander da zu sein. Und das ist einfach so, das erfüllt, erfüllt voll. Unglaublich. Und ja. Also ich bin jetzt auch, die letzten Tage, sag ich mal, gibt jetzt auch ein bisschen Bürokratisches zu tun. Also ich habe da mich jetzt auch mal ein, zwei Mal bin ich jetzt ins Rathaus reingegangen, ins Kulturbüro und zu verschiedenen Bund Naturschutzämtern und was weiß ich, was für Behörden. Und habe denen das Konzept und die Idee und den, die Intention dahinter, habe ich denen vorgestellt, einfach mal so. Und es war echt der Hammer, wie, also was ich für positive Resonanz bekommen habe einfach und die Leute sagen, wow, cool, mach das unbedingt, der Hammer. Echt von auch Leuten, wo ich sage, okay, die sind, müssten eigentlich, sollten das voll die eingefahrenen Menschen sein, aber nee, hey, das sind, das ist auch, also wirklich, die, viele Menschen sehnen sich danach und die würden gern mal in einem Tipi drin sitzen mit einem Lagerfeuer, wo 30, 40 Leute hocken und einfach die schönsten Instrumenten, die schönsten Stimmen und das gemeinsam gesungen wird und so eine Harmonie zu spüren einfach mal. Das würden sich, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen wünschen. Und ja, es war, hat sich für mich super, super, super schön angefühlt einfach. Und auch wo heute wieder eine Frau gesagt hat, ja, ich würde mir, also im Büro drin, wo ich da im Ordnungsamt, wo sie eigentlich eh denkst, Ordnungsamt, so, die machen mir jetzt dann Strich in die Rechnung, aber nee, die war voll begeistert und gesagt so, ja, ich würde mir das echt auf jeden Fall mal anschauen und das hört sich ja richtig cool an. Ja. Drum, spreading, connecting. Auf jeden Fall. Also ich bin auch sicher, nach dem Video wird der ein oder andere dann mit Sicherheit auch sich angefixt fühlen, gerade weil man ja wirklich einfach mal am Wochenende vorbeischauen kann, so, und jetzt nicht unbedingt sofort Urlaub nehmen muss, wenn man jetzt eingespannt ist oder so, sondern man kann einfach mal reingehen, mal gucken, wie es ist, und das dürfte ja sogar in die Oktoberferien bei vielen fallen, glaube ich. Mhm, ja, ja. Genau, ja. Also das sind Ferien, da werden sich auch viele freuen, also kenne ich auch schon wieder, habe schon sofort im Kopf ein paar Leute, die sich da mega freuen werden. Und es ist auch recht zentral in Deutschland, kann man so sagen, also bis jetzt weder ganz oben noch ganz unten, sondern relativ mittig, Nürnberg die Ecke, ne? Ist das? Ja, es ist ungefähr 45 Minuten mit dem Auto südlich von München, von Nürnberg, sorry. Nürnberg, ja. Okay. Falsch. Also es ist ziemlich in Zentralbayern, sag ich mal so, okay. Genau. Naja, also ich bin total gespannt. Ich werde, denke ich, auf jeden Fall mindestens 2-3 Tage vorbeischauen, obwohl ich eigentlich so meine Reisepläne für dieses Jahr so ein bisschen zu den Akten gelegt habe, aber wo ich das gehört habe, und ich erinnere mich an letztes Jahr, da hatte ich auch um dieselbe Zeit so ein Rainbow und das war einfach dieser Übergang vom Sommer zum Winter, diese Transformationsphase, wo halt auch Sachen sterben, wo Sachen nicht mehr so blühen, sondern wo sie in eine Transformation gehen. Und dieses Bewusstsein dafür, dass wir eben nicht auch zum Beispiel immer nur tolle Laune haben oder dass es uns immer nur gut geht, dass wir von Krankheiten verschont sind, dass alles um uns herum auch gut funktioniert, sondern dass die Erde oder das Universum ständig transformiert und dass unser Bewusstsein dafür, was gut und was schlecht ist, oft dazu führt, dass wir diese Prozesse nicht annehmen können. Da hilft so der Herbst, also der Übergang zum Winter, ungemein, weil das völlig natürlich ist, dass man stirbt. Weißt du? Auch dieses Thema Tod. Also da werden wir vielleicht auch einen Token Circle machen. Das ist ein Thema, was viele, wo viele echt ein großes, ich will nicht sagen Problem. Manche haben sicherlich ein Problem, aber viele haben auch so einfach Berührungsängste mit dem Thema Tod. Und ich glaube, das ist so ein Thema, da gerade im Herbst und im Winter, das ist so ein Thema, was dann auch mehr resoniert, als wenn man so mitten im Hochsommer darüber redet. Ja, das ist sehr schöner Gedankengang, auf jeden Fall. Ja, ja, sehr gerne.
Und bei so einem Treffen ist auch so, also jeder kann gerne irgendwelche Instrumente mitbringen oder er muss sich da nicht irgendwie zurückhalten, seine Kreativität da rauszulassen. Es gibt Leute, die bringen ganz viel so Hennafarbe mit und malen die Leute an. Manche Leute bringen halt Instrumente mit und wird abends gemeinsam musiziert oder alleine musiziert. Man kann einen Workshop anbieten für kreatives Malen. Da bringt er ganz viel Blätter und Stift mit und macht gleich einen Workshop mit kreativem Malen. Ne? Also jeder kann sich da wirklich voll einbringen bei sowas und seine Energie fließen lassen. Und er muss sich da auch nicht irgendwie schämen für irgendwas. Da kann jeder auch so kommen, wie er will, sich so anziehen, wie er will. Und halt einfach so, man kann auch nackt sein, vermute ich mal. Wenn's, ich weiß nicht, bei euch in Bayern seid ihr so konservativ. Also, ich habe das gemerkt. Ich war das letzte Mal in München, in Olching oder sowas. Und da war ein See. Und ich hüpfe da rein, wie ich halt immer reinhüpfe, nackt. Und die Leute gucken so. Und die drei Mädels, die dabei waren, die sind auch halt nackt reingehüpft. So, und wir hüpfen, tun so nackt. Und da hast du gemerkt, irgendwie, da kommt so eine Schwallenergie irgendwie rüber. Und da haben wir halt mit jemandem geredet, der dort ist, und der sagt, das ist bei uns nicht normal. Also bei uns nackt irgendwie reinspringen, da gibt es Nacktbadesees, hat mir gesagt. Bei uns gibt es keinen Nacktbadesee, bei uns ist jeder See nackt baden. Aber das liegt dadurch, dass wir in der DDR damals, bei uns war FKK, Freikörperkultur, das war Normalität, bei uns sind alle nackt gegangen. Und jetzt kam das nur, heißt jetzt, ist ja schon ein Weilchen her, mit der Wende, dass man dann halt auch sich Sachen anzieht oder so weiter. Und ist halt irgendwie, also man kann nackt sein, ist das so? Auf jeden Fall, Ja, man kann nackt sein. auf jeden Fall. Okay. Die Und Gänse. wie ist es eigentlich mit, also du sagst ja, wir sind in der Natur. Gibt es eine Quelle, wo man trinken kann? Oder Anschluss an Wasser? Oder wie ist das? Also es müsste eine Quelle sein. Also der Bach, der da durchläuft, der entspringt, glaube ich, also der Weiher, der entspringt gleich bei einer Quelle. Das Okay. muss ich aber nochmal abchecken, ob wir da auch wirklich Wasser abschöpfen dürfen. Erstens mal zwecks Trinkwasser, aber dafür wird auf jeden Fall gesorgt, dass man duschen kann und oder dass man sich waschen kann Ja. und dass es gut Trinkwasser gibt auf jeden Fall. Da werde ich mit den, da, das wird auf jeden Fall organisiert werden und auch zwecks generell, ja, generell muss, da muss noch ein bisschen was geklärt werden. Das werde ich auf jeden Fall alles organisieren. Und du hast Und. gesagt, ein See ist in der Nähe. Was heißt denn hier 10 Kilometer, 20 Kilometer oder wie? Ui, also wir haben, wenn man 10 Kilometer fährt, ist ein echt großer See, der nennt sich Kratzmühle. Wunderschöner See zum Baden. Okay. Wenn es mal um ein kurz Abwaschen oder mal kurz Erfrischen geht, kann man natürlich auch in den Weiher gehen, der direkt an der Location dran ist. Weiher? Was ist das? Ist auch ein See oder was? Das ist ein kleiner Weiher, nee, ich würde es nicht Tümpel nennen, das ist so ein Naturweiher einfach, voll schön eigentlich auch Ja, und okay. so. Ja, das ist ja vollkommen ausreichend. Ja. Ja, voll. Zum mal abwaschen geht das natürlich auch klar. Ich weiß bloß nicht, also natürlich keine irgendwelche Seifen und so Sachen, weiß ich nicht, wie das da die Naturschutzbehörde sehen würde. Nee, das Genau, ist die ja die normal. Natur einfach erhalten lassen. Ja. So und die Natur schützen und genau, das ist Wobei. ganz, ganz wichtig. Das ist mir auch ein Anliegen an meinem Herzen, dass ich sage, ich möchte einfach, dass respektvoll mit der Natur umgangen wird und da kein Müll oder nicht mal Papier, also auch wenn da eine Zigarette geraucht wird oder irgendwas, bitte nicht in die Natur, in den Wald schmeißen. Und falls man was sieht, bitte mitnehmen, aufheben. Wir wollen die Natur mindestens so schön und so sauber verlassen, wie wir sie vorgefunden haben, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja. Und genau. Ja, das ist schön. Und auch der Ansatz, nur der Ansatz resoniert auch, denke ich, mit den meisten Menschen, die da hingehen, die einfach sagen, Genau. hey, wir wollen im Einklang mit der Natur leben und wir wollen nicht die Natur einfach ausnutzen. Das haben wir lange genug getan und jetzt ist ja, sind wir an einer anderen Stelle und das soll ja einen Impuls geben und das finde ich auch immer sehr wichtig. Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass es jetzt vielleicht nicht direkt als Rainbow klassifiziert ist, sondern als eine Zusammenkunft, weil ich habe manchmal den Eindruck bei den Rainbows, dass sie nur für sich sein wollen und dass es wirklich nur das ist und draußen ist Babylon und draußen ist alles böse. Ohne zu sehen, dass sie selber ja auch wieder irgendwann mal rausgehen und dass sie auch vielleicht an einem anderen Punkt waren. Und mir ist es viel, viel wichtiger, dass wir Impulse setzen und dass wir im Einklang mit der Gesellschaft leben, anstatt uns von der Gesellschaft abzusondern. Und das muss man aber auch nur bei einigen Rainbows so. Jetzt
gerade jetzt im Zuge auch der Digitalisierung, wo viele Menschen, auch wenn das die alten Rainbows nicht so gerne sehen, im Zuge von Facebook, YouTube von Rainbows erfahren, da kommt richtig viel frischer Wind rein und da kommt eben auch diese Verschmelzung von Rainbow zu normaler Gesellschaft. Und mittlerweile, die Rainbow-Familie ist wie gesagt weltweit, die ist riesig groß, ist halt auch so eine Power, dass die Gesellschaft nicht die Rainbows eindrücken kann, sondern dass die positiven Impulse des Rainbows wie so kleine Samen in die Gesellschaft gesetzt werden, überall jetzt aufpoppt, wie bei dir. So eine Gemeinschaft poppt einfach jetzt mal auf, ausgehend vom Rainbow. Und das wird nicht das letzte Event sein, was irgendwo aufpoppt. Und wenn es überall aufpoppt, wie solche Kreise, ist dann irgendwann ein großer Teppich. Richtig, wow. Ja, schön. Schöne Metapher. Ja, wir hatten das nämlich genau bei unseren Rohkost-Potlucks. Wir haben eines der ersten größeren Rohkost-Potlucks in Leipzig vor 4 Jahren gemacht. Also Rohkost-Potluck ist, man trifft sich gemeinsam und jeder bringt was zu essen mit und dann wird gemeinsam gegessen. Rein pflanzlich, rohköstlich. Und das machen wir dann und ja, und dann ist es so, das läuft jetzt seit 4 Jahren, ist jetzt das 40. Rohkost-Potluck. Wir machen es mittlerweile auch im Winter durch, im Schnee, setzen uns trotzdem zusammen im Wald, im Park und essen dann halt gemeinsam. Die Menschen kommen schon immer deutschlandweit, teilweise, wir hatten jemanden aus Senegal, aus Frankreich, aus Norwegen sind die Leute gekommen und das ist jeden Monat und das ist eine Zusammenkunft, wo wir dann abends dann noch gemeinsam reden, Talking Circles oder tanzen gehen und ja, meistens findet man auch kostenlos irgendwo eine Übernachtung oder wir schlafen auch mal im Wald und ja, und das läuft halt und Leute fühlen sich natürlich inspiriert und fangen an Rohkost oder haben angefangen Rohkost-Potlucks in ihren Städten zu initiieren und jetzt haben wir wirklich so 10, 15 Rohkost-Potlucks ausgehend vom Leipziger Rohkost-Potluck, die überall aufgepoppt sind und das ist jetzt wirklich so, du kannst fast jede Woche oder alle 2 Wochen zu irgendeinem Rohkost-Potluck gehen und das ist halt einfach so, ja, und genauso ist das halt eben auch Digitalisierung, I love it. Kannst du ganz gerne mit dir ganz gerne, auf jeden Fall, passt. Ja. Genau, ja, super. Ja, das ist das Schöne irgendwie, das ich auch vorhin gemeint habe, so, es können einfach so viele einfach Gleichgesinnte einfach, die fahren am Auto neben dir dran vorbei oder du läufst in der Stadt aneinander vorbei, du weißt es im Endeffekt gar nicht so, aber hey, du musst es nur herausfinden und ich finde solche Veranstaltungen, das bringt die Leute zusammen und dann, ich glaube, da werden sich ganz, ganz viele Dinge ergeben, auch bei mir jetzt ganz besonders, weil es in meiner Heimatumgebung ist, wo ich sage, hey, da ganz viele sind da jetzt interessiert und würden da kommen und da lernt man die Menschen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen, mal abseits von irgendeiner Arbeit oder irgendwelchen Alltagsstress oder irgendwas, so einfach mal Zeit in der Natur verbringen, da wo wir herkommen sind und wieder erkennen, hey, ich bin ja echt Teil der Natur und ich bin ja nichts anderes als das Wildschwein oder das Reh, das durch den Wald springt. Drum, ich weiß nicht, und das Leben kann so schön und so einfach sein, wenn man genau sowas auch erkannt hat. Genau. Schön. Wunderschönes Schlusswort. Ja, verlinken unten alle Sachen, die Facebook-Seite, wo man sich informieren kann darüber, Kontakte, ja, alles, die Kommentare sind natürlich da, das heißt, ja, wir werden gemeinsam die Kommentare von euch beantworten, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr ja, eure Gedanken teilen möchtet und freuen wir uns auch schon drauf. Und ja, dir Dominik, danke ich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, auch wieder das zu teilen und ja, die auch vor allem, ja, dieses Engagement zu haben. Viele haben den Wunsch, aber es gibt ein paar Leute, die sagen, ich mache das, ich gehe zum Ordnungsamt, ich initiiere, ich mache das. Das sind die Macher und du bist ein Macher und das finde ich klasse. Danke Samuel, danke. Und danke, dass du mir die Chance bietest, mal zu Wort zu kommen und ich bin gespannt auf die Resonanz, die da kommen wird und genau. Danke dafür. Danke. Na dann, mach's gut. Tschüssi. Wünsch dir was. Bis bald. Ja, ciao.